Darauf muss man erst mal kommen. Die Experimente der britischen Künstler John Wood und Paul Harrison schwanken zwischen gar nicht mal so blöd und total skurril. Die Laurel und Hardy der Kunst testen am eigenen Leib, wie sich Schwerkraft oder Raumgeometrie in der Praxis anfühlen. Wir wollen die Welt mit Hilfe unseres Körpers erforschen. Das ist aber kein konzeptueller Ansatz. Wir sagen einfach, was passiert, wenn ich diese Wand hochklettere? Oder komme ich auf diesen Baum rauf? Als Erwachsener hört man ja auf, die Welt auf diese Art zu erkunden. Vielleicht aus gutem Grund. Für uns war es aber genau das Richtige, um gewisse Dinge zu hinterfragen. Dinge, die wir als selbstverständlich betrachten und deshalb nicht mehr ausprobieren. Das Problem ist, wenn Kinder von einer Mauer fallen, prallen sie quasi vom Boden gleich wieder hoch. Aber wir Erwachsenen brechen uns etwas. Seit einem Vierteljahrhundert ist das Duo auf der Suche nach immer neuen, schrägen Objektperformances. Das Atelier von John Wood und Paul Harrison liegt im historischen Hafenviertel von Bristol. In diesem Hangar sind über 70 Künstler untergebracht. John und Paul arbeiten hier Tür an Tür mit den Machern von Wallace & Gromit. Ihre Videos, die sie seit 2012 drehen, haben es bereits ins Londoner Tate Modern und ins New Yorker MoMA geschafft. Jedes Projekt von John und Paul durchläuft drei bewährte Phasen. Von der Zeichnung über das Modell zum Videodreh. Zur Feier unseres Besuchs gibt es sogar exklusiv eine Performance. Dazu platzieren die Künstler unsere Kamera zunächst millimetergenau. Na, hoffentlich klappt alles. Okay, ready? Yeah. Okay. Go. Yeah. Okay. Am I out of shot there? Wir arbeiten hier mit dem Rechteck des Bildes, mit dem, was innerhalb und dem, was außerhalb dieses Rahmens passiert. Und mit Dingen, die sich durch das Bild bewegen. Das hat durchaus etwas von Samuel Beckett oder auch vom Filmemachen. John und Paul scheuen kein Risiko. Das zeigt auch diese Performance namens Three-Legged. Dreibeinig, in der sie von einer Ballmaschine unter Beschuss genommen werden. Genau wie ihre Kollegen, das Künstlerduo Gilbert & George, beweisen auch sie in den haarsträubendsten Situationen britische Unerschütterlichkeit. Dabei sind einige davon, wie etwa diese rasante Fahrt in einem LKW, durchaus halsbrecherisch. Manchmal müssen wir Kindern erklären, was wir tun. Meine Tochter dachte eine Zeit lang, wir seien Spione, weil wir wegen der Ausstellungen ständig im Ausland waren. Sie sagte, ihr seid keine Künstler. Im Grunde versuchen wir einfach, unsere Welt zu erkunden. Herauszufinden, wie Dinge funktionieren, indem wir sie auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Wir wollen wissen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, der mit der Architektur und den Gegenständen um ihn herum interagiert. Paul Harrison wird 1966 als Sohn eines Ingenieurs und einer Hausfrau in den Midlands geboren. Den 3 Jahre jüngeren John Wood, ebenfalls Ingenieurssohn, lernt er an der Hochschule von Bath kennen, wo sie gemeinsam Kunst studieren und erste Skizzen anfertigen. 1993 entsteht die erste Performance Board, ein 3-minütiges Video, das sie nicht auf den Holzweg führt. Good.
In unseren frühen Entwürfen sind wir zwei schlecht gezeichnete Strichmännchen. Also dachten wir, lass uns diese Strichmännchen sein. Ohne Emotionen, völlig austauschbar. Nach 10 Jahren vollen Körpereinsatzes fällt das Künstlerduo plötzlich aus dem Rahmen. Im Jahr 2004 drehen sie mit Notebook einen 49-minütigen Film, in dem Gegenstände die Hauptrolle spielen. Krempel ist fantastisch. Das genügt schon, ihn einfach nur anzufassen. Oder eine Linie auf Papier zu zeichnen. Lässt man 10 Tennisbälle gleichzeitig fallen, bilden sie eine Linie, die sich durch den Raum bewegt. Das sah so wunderschön aus. Wir sehen unsere Videos als Gesamtwerk. Alle zusammen werden, wenn das letzte Video fertig ist, eine Art Enzyklopädie bilden, die zeigt, wie wir die Welt sehen. Wir sind dran, aber bei unserem Tempo kann das noch dauern. Wie viele haben wir bis jetzt? 59. John und Paul greifen nicht nach den Sternen. Für sie liegt die wahre Schönheit in alltäglichen Kleinigkeiten. Deshalb stehen sie sich im Video Bored Astronauts on the Moon auch gelangweilt die Beine in den Bauch. Recht haben sie. Wozu Gipfel stürmen, wenn oben angekommen ja doch nichts anderes bleibt, als wieder runterzuklettern?